Könnt ihr alles abziehen? Jawohl. 427? Oh, nicht schlecht. Als nächstes Pokémon erwarte ich Alpollo. Level auch 21. Dann nehme ich natürlich Donnerwelle, Fluch. Teilweise doof, teilweise nicht. Ich hätte jetzt einfach Donnerschock nehmen können und er wäre tot. Glaube ich. Mal sehen. Naja, doch nicht. Ha, paralysiert. Dann hat es doch was gebracht. Ja. Genial. Als nächstes kommt Gengar. Ja, jetzt kommt der Endboss. Danach kommt zwar noch einer, aber... Spukball. Ein! Mann, habe ich Glück. Donnerwelle. Bin jetzt eh tot durch Fluch. Glück gehabt mit einem KP. Konnte ich ihn noch schön paralysieren. Ja, Konfusion. Das war hier sehr hilfreich. Schade. So nehme ich doch Tyrakrok, Lehmschelle erstmal. Genauigkeit wird gesunken, außerdem ist es sehr effektiv. Zieht, denke ich, aber nicht so viel ab. Na doch, schon einiges, ne? Hypnose, ich hab es geahnt. Bestimmt seinen Spukball. Oh toll, Horrorblick, kann ich auch schon wieder nicht fliehen. Ha, aufgewacht, Lehmschelle. Genau, ich kann es nochmal, das ist so geil. Traumfresser? So, er hat gedacht, ich... ich verstehe. Aquaknarre. Und... Bumm. Zieht auch nicht viel mehr ab. Hypnose. Hat keine Wirkung. Lebensschelle. Und die Genauigkeit wird wieder gesunken. Super. Jetzt ist er so gut wie tot. Wahrscheinlich hat er hier noch Top-Trank oder so. Hypnose trifft nicht. Ja, Lebensschelle. Er hat keine Top-Genesung oder sowas in der Art. Lecker. Alpollo Level 23. Horrorblick, natürlich. Sinnlos. Ich fliehe doch eh nicht. Wieso sollte ich fliehen? Volltreffer, Genauigkeit sinkt. Nimm doch Fluch. Oh, ich dachte schon. Lehmschelle sinkt um 3. Lehmschelle. Ja, fast. Und Lehmschelle wieder bestimmt um 1 Uhr. Schlecht. So, Aquaknarre. Ja. Oh, schon wieder so knapp, ey. Es kann doch nicht sein. Ich bin noch nicht gut genug. Dieser Orden sollte gehören. Ja, will ich haben hier. Daniel erhält Phantomorden. Warum nicht, Daniel erhält den Phantomorden? Ach ja. Durch den... Jetzt kommt den Phantomorden gehorchen dir Pokémon bis zu Level 50. Außerdem können Pokémon, die Surfer beherrschen, diesen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Bitte nimm auch dieses an dich. Bestimmt Spukball. Ja. Vielleicht kann das Hypno erlernen, glaube ich allerdings nicht. Da er ja kein Geist-Pokémon ist. Sondern Psycho. Tomato! Ja. Geht doch. Jetzt muss nur noch Togepi ein bisschen stärker werden. Gut, eine neue Ordnung wieder reinbringen oder ist alles geordnet? Natürlich nicht. Vati ist 23, kommt dahinter und jetzt auch hinter Mogelbaum. Ab zum Pokémon Center. Dann in ein paar Häuser gehen. Mal sehen, ob es hier irgendwo das VM-Surfer gibt. Gut, die werden alle schon mal geheilt. Ja. Schön, ja. Ja, toll. Nee, ich gehe einfach weiter erstmal. Und zwar hier lang. Obwohl, dieses Haus sieht sehr vielversprechend aus.
Na gut, dann nicht. Hey, endlich kann ich mal durchfahren. Das hört sich nach einer Route an. Ist das Team Aqua? Ne, gibt's ja eigentlich noch nicht. Dürfte es noch nicht geben. Ich war im Außenland, deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Das ist bestimmt ein Matrose. Im Ausland und dann so einen komischen Anzug. Das kann doch nur eine richtig Matrose sein. Und die haben meistens Kampf-Pokémon wie Macholo, Machok. Okay, Filino hätte ich jetzt nicht gesagt. Togepi! Togepi, Anziehung. Nicht Slam. Hört sich an wie Windstoß. Togepi? Togepi. Dann eben Traumato. Traumato. Spukball. Hypnose. Mist. Aquaknarre. Das ist ein Wasser-Pokémon, allerdings trifft und dann gegen ihn nicht, glaube ich. Was ist das denn? Ich will jetzt, dass er einschläft, also. Schlaf ein! Endlich. Mal sehen, was mehr abzieht. Spukball oder Pfund? Spukball. Ah, das kann trotzdem noch lange dauern. So, Spukball muss jetzt mal ein Volltreffer werden hier. Nicht schlecht, aber... Schläft immer noch, Gott sei Dank. Ja, er schläft immer noch. Ich glaub's nicht, ich glaube, ich hab's jetzt geschafft. Vielleicht Level 15, Fragezeichen. Schade, aber Traumato... Ist gar nicht so schlecht, wie ich jetzt dachte. Der war ja auch auf noch. Der war ja auch auf Level 19. Daher doppeltes gut. Doppeltes Plus. Ja, bist du ein guter Trainer? Wenn ja, zeigst du mir, wie man ein guter Trainer wird. Ich kann es dir gerne beweisen und auch zeigen. Naja, ich habe nicht so viel Zeit jetzt für dich. Obwohl, du siehst ganz gut aus. Ja, gut, ich zeig's dir. Vati! Habe ich auch. Allerdings etwas höher als du. Aber ich kenne auch die Schwachstellen von Vati, und zwar... Keine Ahnung welche, aber ich weiß sie. Hypnose zum Beispiel, die nicht trifft. Aber jetzt Hypnose. Jetzt wird Hypnose treffen. Oder auch nicht. Donnerschock, das war's, Traumato. Adio. Adio. Nicht adios, sondern adio. So, na gut, tschüss. Mogelbaum, Vati. Mogelbaum, da kann er ruhig Donnerschock nehmen. Dreschwegel nehme ich mal. Hä? Hä? Ist normal? Okay, das hat wenig abgezogen. Fußkick eher. Ja, hat schon mehr abgezogen. Geht daneben und Steinwurf. Ja. Noch eins namens Anton. Schnell wechseln. Vati, du bist dran. Anton. Der hat doch immer Kopfschmerzen. Mensch, 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 das weiß man doch. Der leidet unter Kämpfen. Der will lieber am Ball bleiben. Also befreie ich ihn mal davon. Donnerschock. Das war's. Das war's, das war's. Nun, Göre Rosemarie ist tot. Besiegt. Wieso sage ich immer tot? Ich bin so ein Fanatiker. Nein! Jetzt probiere ich etwas aus, das ich heute gelernt habe. Wow, zu denken vielleicht? Na gut, wollen wir mal sehen. Kann ja nichts Gutes. Oh, ein Schuljunge. Der sieht eher aus wie ein Baby mit einer Pampersum, ne? Pantymos. Typ Psycho. Na gut, dagegen habe ich. Barriere. Wertsteigstark. Das kann ich auch.
Also auf der gelben Edition konnte man das nicht so oft machen.